Bei brütender Mittagshitze gehen wir raus, wandern Richtung Süden von Lagos und nach ein paar Straßen, die ich jetzt einfach mal geskippt habe und nicht aufgenommen habe, weil es halt einfach nicht so geil ist, sind wir hier in der ersten Bucht und die zeige ich, wollte ich euch. Jetzt erstmal hier so ein bisschen wandern und uns die Sachlage einfach mal ein bisschen anschauen, gucken, ob wir hier und da noch ein Foto hinkriegen. Und ja, ich melde mich. Ja, was ich schon mal sehr cool finde, es gibt hier so kleine Schleich- und Trampelpfade, die sehen halt alle ungefähr so aus. Ich bin jetzt so ein bisschen an der Klippe und wollte euch einfach mal das so ein bisschen zeigen. Hier werde ich aber nicht meine Kamera oder Fotos machen, sondern ein bisschen safer, ja, weil wir, wie ihr seht, wir sind wirklich an der Kante und dahinter ist Lagos. Hier hat man nochmal so einen richtig abgesperrten Strand und dann haben wir hier nochmal so ziemlich coole Formation und dann nochmal hier sozusagen, ja, das Ende oder beziehungsweise die ganze Bucht, die hier verläuft. Keine Ahnung, wie der Name ist. Werde ich wahrscheinlich einfach mal einblenden, aber genießt einfach mal. Und ich habe mir schon überlegt, hier vielleicht mal so richtig in den tiefsten Winter zu gehen, herzukommen, wenn vielleicht 15 Grad ist, absolut niemand da. Dann sieht es doch hier ziemlich geil aus, danach aus zu wandern. Ja, weil ihr seht, es ist alles mit Touristen voll. Für euch sieht es aus wie kleine Punkte. Aber hier gehen Boote halt ständig hin und her, weil da hinten halt viel zu erkunden ist mit dem Kajak oder mit dem Boot. Das heißt, so einen Money-Shot kriegt man jetzt bestimmt nicht hin. Aber ich werde jetzt mal meine Kamera rausholen und ein bisschen schauen, was es hier Schönes zu fotografieren gibt. Und ja, ist schon eine coole, weite Aussicht und wir sehen uns im nächsten Take. Leute, ich schwitze, aber genießt auch einfach nur mal den Ausblick. Ja, habe hier den nächsten Spot gefunden und habe ein paar schöne Bilder gemacht, muss ich sagen. So am helllichten Tage ist das oft nicht so einfach. Bin hier sozusagen irgendwie auf den Dünen, auf den Klippen, kann man so sagen. Ich glaube, Düne ist dann aber auch der falsche Begriff. Jetzt heißt es, den richtigen Weg irgendwie weiter zu finden. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich geiler Aufstieg. Ich bezweifle aber, dass ich den hinkriege. Wir werden das probieren. Und ist aber ziemlich cool, hier rumzulaufen, muss ich mal sagen. Aber uiuiui. Wenn ich euch zeige, was ich so vorhabe, wird der eine oder andere sagen, nee. Oder was sagt ihr? Dahinter gibt es noch einen. Mal schauen wir, was die Reise uns so weiter bringt. Aber ich muss euch, glaube ich, jetzt erstmal ablegen. Ja, natürlich habe ich mich 1A hingelegt, aber es sieht irgendwie ziemlich cool aus, hier dazwischen diesen Schluchten hin und her zu laufen. Aber ich müsste jetzt mal so darauf. Let's try it, because ich muss jetzt hier mal auf den richtigen Weg zurück. Gibt noch eine Alternative. Mal schauen, was der Weg nach so bringt. Ihr hört das vielleicht, ich bin etwas außer Atem. Aber ich habe es geschafft, ich lebe noch. Und ja,
genießen wir nochmal die Aussicht. Eigentlich wollte ich da hin, um halt so einen sehr geilen View zu haben, aber da wird es heikelig und ohne zweiten, dritten Mann irgendwie, der einen helfen kann, falls was schief geht. Ist das ein bisschen doof? Wir werden uns jetzt hier nicht rumschlingeln, sondern da oben gibt es noch so einen Pfad, der so aussieht. Nur dass ihr das wisst, man kann ja auch ganz normal laufen, man muss jetzt nicht hier auf Abwegen gehen, so wie ich das mache. Das ist relativ sehr kontrolliert und safe, würde ich sagen. Und ja, gehen wir mal weiter, mal schauen, was uns noch so erwartet. Welche Views. Und ja, jetzt muss ich mal wieder einen auf Klettermaxe machen. Ja. Ja, und hier kommen wir sozusagen zur Lehrstunde, warum man für die Landschaftsfotografie eigentlich immer ein Teleobjektiv sehr gut gebrauchen kann. Denn ich stehe jetzt hier ganz oben auf der Klippe und Landschaftsbilder, zeige ich euch, würden dann so aussehen. In dem Fall mit einem 20mm Vollautomat. Vollformat, Vollautomat ist auch mal witzig. Und jetzt werde ich aber auch gleich mein Teleobjektiv rausholen und wieder alles Mögliche fotografieren, was ich irgendwie schön finde oder das Fotografierens nötig halte. Und ich wollte euch eigentlich davon ein Timelapse-Video machen, wie ich hier sozusagen rumlaufe, aber ich finde keinen Platz sozusagen für die GoPro, dass das für euch gut aussieht. Deswegen werde ich euch einfach die Bilder zeigen, wenn ihr sie jetzt nicht schon hier und da mal gesehen habt. Aber ja, ich zeige euch jetzt einfach mal die Stelle sozusagen aus der Ich-Perspektive, so wie ich das jetzt gerade sehe. Und lass einfach meine Gedanken schweifen. Und wir sind halt wieder hier auf einem Hochspot sozusagen auf der Klippe. Und wir haben zum Beispiel hier unten ziemlich geil so einen Torbogen, den werde ich gleich fotografieren. Wir haben hier ganz viele Klippen und Felsenformationen, die wir fotografieren können. Die werde ich unter die Lupe nehmen. Für Bootsfans gibt es auch noch was. Und wir haben hier Büsche, auch sehr cool, um Vordergrund mit vorzunehmen. So, und dann haben wir hier vielleicht noch das ein oder andere Motiv. Und ja, die Ergebnisse werdet ihr sehen. Ja, ich bin jetzt sozusagen am Ende angekommen. Hier ist so eine alte, ich wollte schon sagen alte Kirche, aber es sieht eher nach so einem super mini kleinen Leuchtturm aus. Der ist auch nicht betretbar, der ist vollkommen umzäunt. Könnt ihr mal selber schauen, hier alles umzäunt. Ja, eigentlich ein cooler Trip. Werde euch das am besten auf einer Karte zeigen. Einmal von Lagos bis hier ganz in den Süden rein. Eigentlich ziemlich sweet. Ich habe es jetzt wirklich bei der absoluten Mittagssonne, es ist 2 Uhr, gemacht und sollten so 28 Grad sein, gefühlt. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen abgeschiedener. Da gibt es ganz viele Leute. Sieht man natürlich jetzt hier nicht. Wird mir gleich mal angucken, warum die da alle jetzt sind. Ansonsten werde ich gleich nochmal Fotobüro rausholen und noch ein paar Fotos machen. Und wie ich die bearbeite, zeige ich euch dann entweder in diesem Video oder in einem separaten Video. Mal schauen, ich habe mich noch nicht so ganz entschieden zu diesem Zeitpunkt. Und da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ordentlich Abo abonnieren. Da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Kanal abonnieren und fleißig kommentieren und Thumbs up. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sowas gerne mehr sehen möchtet oder nicht oder alles in einem Video oder wie auch immer, würde mich freuen. Und dann verabschiede ich mich mit einigen Bildern. Gehabt euch wohl und gutes Licht!